Hallöchen liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft auf der PlayStation 4. Wie man sieht, ich bin noch ein kleines bisschen erkältet, also das hört man. Und wie man sieht, habe ich schon mal in der Zeit, wo ich ja sozusagen im Bett liegerig bin, habe ich schon mal ein bisschen weiter gebaut. Ich habe schon also dieses Haus sozusagen, gespiegelt und habe mir das hier rüber gesetzt. Also sozusagen das gleiche Haus, bloß gespiegelt. Hier kommt dann später irgendwann noch ein Name ran. Die Treppen, also hier vorne werden Treppen gemacht und die Straße geht dann sozusagen auch weiter runter. Und ich will hier neben gleich das nächste Haus bauen. Und ich habe jetzt in den 2 Tagen, wo ich überhaupt nicht sprechen konnte, ein Glück habe ich ein bisschen voraufgenommen, mir einen Haufen Zeug zusammengesucht. Ich habe ja genug Zeit anscheinend und habe mir da Holz und Stein besorgt. Ich kann da mal kurz zeigen. Moment. Mann. Da hinten zumindest den ganzen Berg da, also den halben Berg abgebaut. Man sieht ja dann ein riesen Loch vorne drin. Ich habe hinten noch weiter rausgebaut. Ich habe Bäume abgeholzt und wieder neu gepflanzt. Habe es dann mal über Nacht laufen lassen, dass die Bäume wieder nachwachsen und so weiter und so fort. Habe mir da wirklich unendlich viel Zeug reingemacht und das Einzige, was mir fehlt, ist eigentlich bloß Dreck. Und jetzt will ich auch gleich daneben, also hier neben das nächste Haus setzen, was ein bisschen größer vielleicht wird. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hole mir mal Inspiration von anderen Leuten und ich war beim Thomas Schleginski, bei dem gucke ich öfter mal vorbei, der macht richtig geile Häuser. Und da dachte ich mir, na, da steht ja in seiner Info drin, dass man sich die Häuser sozusagen abcovern kann. Also dass man sie auch so verwenden kann. Ich werde wahrscheinlich ein Haus nach ihm mal benennen und es ihm dann mal schreiben. Noch weiß er nichts von seinem Glück, dass ich die Häuser auf der PlayStation nachbaue. Ich guck mal ganz kurz. Ich brauche nämlich einen Spaten, ich brauche nämlich Dreck. Weil die nächsten Häuser, man sieht, ich habe innen drin schon ein bisschen gemacht. Das einzige Doofe bei dem Haus ist der Ausblick, weil man das nächste Haus reinguckt. Wenn da drüben einer steht, oh, ich habe gerade geduscht, bin nackt. Oh. Gut, Inneneinrichtung kommt alles später. Ich werde hier einige Leute dann später mal einladen, die hier so einziehen können. Ich habe jetzt, schon viele Anfragen bekommen, dass sie auch ihre Häuser bauen wollen. Aber das muss erst noch ein bisschen warten. Man sieht, ich habe ordentlich gesammelt. Also steintechnisch und so bin ich hier auf dem neuesten Stand. Und ich muss hier noch jetzt eine Gerade reinmachen. Das muss ich nämlich ein bisschen verlängern. Weil ich das nächste Haus, oder setze ich das schon ein tiefer? Ich weiß es noch gar nicht. Nö. Ich brauche erstmal ein bisschen Dreck, weil ich eine Gerade reinklatschen will. Gehen wir einfach mal hier schon mal ein bisschen weg. Da wächst noch ein Bäumchen, das darf ich noch nicht weggucken. Sorry, dass ich ein bisschen erkältet bin, aber da kann ich irgendwie nicht ganz so doll für. So, mal zu. Nehme ich mir da unten noch ein bisschen, hier ein bisschen was weg. Das wird ja sowieso später alles noch richtig begradigt. Denn ich habe schon so einige Vorstellungen, wie die Stadt im Endeffekt aussieht. Dafür muss ich aber einige Gebäude dreifach, vierfach bauen und dazwischen immer andere Gebäude. Zum Beispiel die ersten Gebäude, die beiden, die da jetzt stehen, das sind ja sozusagen die Wohngebäude. Und ich baue dann noch Fachwerkhäuser rein. Eine Schmiede kommt für die ganze Stadt. Und natürlich eine Farm, alles drum und dran. Habe mir schon so ein bisschen mal planmäßig alles aufgeschrieben. Habe auf der PlayStation Vita im Kreativmodus auch ein bisschen vorgearbeitet, wie es dann ungefähr aussehen kann. Ja, und so weiter und so fort. Das werdet ihr dann noch sehen. So. Ich muss jetzt mal gucken, hier ein bisschen abzählen. Setze ich das nun tiefer oder höher? Ich brauche auf jeden Fall mal Stein. Pflasterstein. Ja, du gehst mir jetzt gerade ein bisschen auf den Keks. Eins, ich lasse mal hier 3, 2. Ich lasse hier, glaube ich, mal 3 frei. Genau. Und hier setze ich Stein. Moment. Ich brauche jetzt 13 lang, glaube ich. 3. Sorry. Mann, guck doch eh 2 über, oder? Wie viele hab ich denn die? 1, 2, 3. Das ist wurscht, da kann ich ja
Sorry, wenn ich nicht Rätsel spreche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein 10, 11, 12, 13, oha. Muss ich also noch ein bisschen überbauen. So. Alter, glaubt mir, das wird eine Menge Arbeit. Wenn ich mir jetzt Blumen hier im Weg stehen will, ich muss mal ganz kurz auf meine Vita gucken. Ich muss brauche nämlich noch die Breite. Lalalala. Ist immer schlimm, wenn man vorarbeitet. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 breit brauche ich. Tut mir leid, wenn ich hier mal volle Granate ins Mikro huste. So. Und 8 nach hinten. Waren es jetzt 8, ne? Ich hoffe es mal. Ich zähle nochmal nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ach Mann. 7, 8. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen Dreck besorgen. Das reicht nämlich hier alles nicht. Ich glaube, das Haus setzt sich auch gerade ein bisschen blöde. Es ist ja der Baum im Weg. Na prima. Wir brauchen... Ich brauche erstmal meine Axt. Machen wir jetzt halt mal den Baum weg. Oh, das ist voll kacke mit Erkältung. Aber offscreen weiterarbeiten, dann verpasst ihr so viel. Und jetzt ist es mir doch egal, ob es verpasst oder nicht. Nee, ich möchte ja wirklich mal zeigen, wie viel Arbeit überhaupt drinne steckt. Gut, das Farmen habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das wäre echt lästig gewesen. Aber ich habe ja wirklich knapp so 10 Stunden lang einfach nur gefarmt. Weil ich ja sowieso einfach nur im Bett dumm rumliege. Da dachte ich mir, ja komm, da machst du mal ein bisschen was. Dann muss ich das nicht im Let's Play unbedingt machen. So. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Das sieht schon mal vom Weiten ganz herrlich aus. Ich habe mir das nämlich auch so vorgenommen, dass ich über die Straßen, wie man das hier vorne hat, also über die Straßen noch was drüber baue, so wie hier. Das sieht nämlich ganz schick aus, finde ich. Hier hinten ist erstmal mein schöner Garten. Alter, hier war doch schon wieder irgendein Vieh drinne. Mann, hier springen nämlich immer permanent irgendwelche Schafe und Wölfe. Die kommen an, hüpfen hier rauf, darauf und dann darauf. Also, ich weiß nicht, warum die das machen. Die wollen immer permanent entweder in die Häuser rein oder die springen da hinten drüber. Blöden Tiere. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hab ich das Dreck? Ja. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau. Soweit muss ich es ungefähr haben. Ist mir bloß der hässliche Baum wieder im Weg. Mann, müsst ihr dann alle immer hier vorne wachsen? Gut, ich habe sie selber gesetzt. Gott, bin ich blöd. So. Na. So, hier wird ein etwas größeres Gebäude, wie man sieht, hingebaut. Wer da später einzieht, weiß ich noch nicht. Bereite ja erstmal nur vor. Mal gucken, wann der Dirtsch mal wieder online ist. Dass der sein Türmchen mal zwar ein bisschen verändert, aber diese Veränderung halt hier irgendwo in die Stadt reinbringt. Wollen wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gut. Hier stimmt's. Dann habe ich da vorne einen falsch gemacht. Mitch. Noch hier anbauen. Bin ich ein zu weit vorgegangen? So, haben wir. Boah, das wird so eine Holzverschwendung, glaubt mir. Stein ist ja erstmal irrelevant. So, jetzt mal zumachen. Ach, es geht. So schnell geht der Stein wieder alle. Ich habe da eigentlich gesammelt wie ein Bekloppter, aber es geht wieder so schnell alle, das ist der Wahnsinn. Ich mache nur hier ein Fundament. Das ist ja das Krasse. Ich weiß, im Kreativmodus würde ich mir das alles einfacher machen,
Aber ich weiß nicht, Kreativmodus, da kann das ja jeder. Und hier habe ich jedenfalls noch den Spaß daran, noch ein bisschen selber was zu farmen. Und da merkt man auch viel mehr, was man überhaupt getan. Da merkt man viel mehr, was man überhaupt getan hat. Hier steckt viel mehr Arbeit drin, als wenn ich das im Kreativmodus machen würde. Und das ist ja das Herrliche daran. Das reizt mich ja auch ein bisschen. So, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt Holz. Davon nicht allzu wenig. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben hier. Die. So, ich habe hier einen. Dort einen. Jetzt muss ich überlegen, haben wir da vorne zwei Stück zwischen? Ich guck mal ganz kurz auf meine Vita. Da habe ich ja echt Ewigkeiten dran gesessen. Zwei frei. Hier auch. Eins, zwei. Dann haben wir so und so. Da kann ich jetzt zwischen nämlich die Tür. Auf der anderen Seite mache ich das, denke ich mal, genauso. Mal kurz rumlaufen. Ja, das ist immer kacke, wenn man noch zwei Bildschirme, nee, drei Bildschirme gucken muss. Da ist es außen. Ich muss mir nur mal das Fundament ausstechen hier. Von der Seite hatte ich in der Mitte zwei frei und gut. Moment, ich habe hier glaube ich einen Fehler drin. Nee, habe ich nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo einen Fehler drin. Die. Das ist wieder. Die müssten eigentlich zwei frei sein. Und ich hab einen Baufehler drin. Zwei frei. Einen frei. Gut, dann haben wir hier den Fehler. Ein Glück habe ich den schon erkannt. Jetzt, nicht erst, wenn ich. Ich wollte mich eigentlich schon hochziehen, die erste Wand, aber das wäre natürlich der Fehler gewesen, schlechthin. Genau. Ach Mann. Geht mir auch noch bald die Spitzhacke dabei flöten. So, das haben wir schon mal. Wir haben es nach vorne gemacht. Da habe ich einen frei. Einen frei. Gut, damit habe ich in der Mitte ein Doppel. Alter, der Regen, der macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hoch habe ich hier. 2, 3, 4, 5, 6. Oha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Hab's. Wenn ich jetzt wieder runterfalle, dann habe ich natürlich einen Batzen. Zack. Zack, kann ich schon weitergehen? Müsste eigentlich auch gehen, oder? Ach Mann. Nein. Doch, geht. Ein Glück habe ich hier drüben ein anderes Haus hingebaut. Oh, hier müsste ich 6 eigentlich drauf haben. Den hole ich mir gleich wieder. Oh!
Genau, dieses Haus wird ja auch ein bisschen größer. Hoffentlich baue ich jetzt nicht in das andere komplett rein. Scheint aber so. Na, da werde ich ein paar kleine Änderungen machen, dass ich nicht in das andere Haus da vorne reinbaue. 2, 3, 4, 5. 1. Und schon ist das erste Stack alle. Wie es alles nur flöten geht. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Ach, Mann. Shit. Jetzt müsst ihr wieder hoch. Ich hasse das, wenn ich immer runterfalle. So. Ein Baumstämmchen da oben drauf. Und hier muss ich es dann rüberziehen. Das gleiche muss ich hier auch tun. Oder ich mache es einfach so. Geht natürlich auch. Zack. Dann kann ich das doch eigentlich... Bin ja gar nicht mal so doof. Kann ich das nämlich so rüberziehen. So, 3, 4, 5, 6... Oh, ein Glück habe ich einen friedlichen Modus reingemacht, sonst wäre ich glaube ich schon tot, wenn ich so oft hier runterfalle oder runterspringe. So. Wundervoll, wundervoll. So, jetzt haben wir schon mal bald die erste Etage. So, dann machen wir noch ein Zwischenstück zwischen hier. Also Zwischenstück. Müssen wir vielleicht irgendwann mal ein paar Leitern oder so daran bauen, dann würde das vielleicht ein bisschen besser funktionieren. 2. Oh, das ist eine Arbeit. Glaubt mir, das ist der Wahnsinn. Wenn man sich nicht hier drauf vorbereitet. Genau. So kann man es natürlich auch machen. Ein, zwei Sprüngen, da klappt das. Geht auch so. Perfekt. Ich hoffe, euch gefällt das da hinten, was ich das schon mal angefangen habe. Ah, schon wieder ins Deck alle. Ey, das ist nur ein Gebäude und ich will da vielleicht 50 Gebäude draus machen. Alter. Da werde ich wohl tagelang... Sorry, stimme kurz weg. Tagelang dran rumfarmen. So, ja, wollen wir gucken. Oh, wann hört denn der blöde Regen auf, ey? Wie gesagt, dieses Gebäude wird 3 Etagen haben und ich baue gerade die erste Etage. Also ist das schon mal ein kleines bisschen höher. Und wir brauchen auch eine Menge Holz. Nein! Na, wo ist es denn? Hier. Oh ja, du sagst es, Kumpel. Die Kuh, die guckt schon gespannt zu, was ich hier vorhabe. Die denkt, auf, was ist das für einer? Der macht ja nur Müll. Schau. Fehlt irgendwas? Ach, guck an. Nein. Genau, so wollte ich das haben. Was machst denn du jetzt hier zwischen? Alter, gut. Haben wir schon mal eine Art Grundgerüst für die erste Etage. Vielleicht mache ich davor noch einfach das Fenster weg. Dann kann ich hier nämlich dran weiterbauen. Na gut, liebe Zuschauer, ich mache hier mal Folgenpäuschen. Und... ja, ich muss dazu sagen, LPC fällt leider aus heute. Tut mir leid, aber ich schaffe es gerade mal heute die 20 Minuten aufzunehmen und
Ich glaube mir, das, ich schaff's einfach nicht. Seid mir da bitte nicht böse. Und trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao und macht's gut.